English subtitle. Push the subtitle button. Ja, hallo, liebe Reptil-TV-Gemeinde, zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Hier hinter mir ist nicht irgendwie Justin Bieber-Konzert oder Lady Gaga oder ja, immer gerade auch oder Ding, Rammstein oder sowas. Es ist tatsächlich die Schlange von der Japan Reptile Show. 9.30 Uhr, 10 Uhr machen die auf. Bin jetzt hier gerade angekommen und bin selber etwas überrascht, dass sich hier echt Leute tümmeln. Japan aktuell noch mit Maske, ne? Also auf der Straße überall alles nur mit Maske. Im Gegensatz zu Europa nehmen die das noch voll ernst hier. Von dem her war ich mir gar nicht sicher, wie gut es hier besucht ist. Aber ich zeige euch mal, was hier alles schon an Massen rumsteht. Echt erstaunlich, also Respekt. Also Leute, guckt mal hier. Natürlich Japan-Style, schön diszipliniert. Alle stehen brav an. Und hier hinten, hier ist tatsächlich die große Masse, ne? Und hier der Türsteher nehme ich an. Nee, der Erste, Number One. Er hier, er ist der Erste in der Schlange, Number One. Also, ja, der hat es geschafft, wahrscheinlich seit der Nacht um 11. Ja, der Stefan hat Klick und findet den Organizer. Shiraba, how are you? Yes, fine. Can I enter here? Yeah? No. Yeah? Wait. Okay. For you and also one more pass for you, okay? Huh? I go and take the pass. Yeah. Okay. Also, Stefan hat Klick. Läuft gleich dem Veranstalter in die Arme. Ich habe nämlich gerade schon überlegt, wie komme ich rein, aber ich behaupte immer, ich wäre auch durch die Tür reingegangen, ohne den Veranstalter zu treffen. So habe ich das nämlich eigentlich immer gemacht. Ich gehe jetzt meinen Stand suchen. Später gibt es neue Updates. Hier haben wir Samurai Reptiles oder Samurai Japan. Ich zeige euch gerade mal den Owner. Hier ist er. Interessant, ich kenne ihn auch seit vielen Jahren. Da hat er noch woanders gejobbt, bei einem anderen Händler. Hat sich jetzt selbstständig gemacht, auch schon wieder einige Jahre her. Und hat wirklich ein paar tolle Tiere. Hier Albino. Albino Blauzunge. Für alle, die überlegen, wie die normal aussehen. Ja, hier hübscher Iguana. Ich würde sagen, das ist so Albino Red. Ein richtig hübsches Tier. Da haben wir was für die Waran-Freunde unter uns. Beziehungsweise hier geht es weiter. Ich würde sagen, das ist so. Das ist wie Albino bzw. Hypermelanistik. Salvator or what is it? Salvator? Salvator. Salvator. And this Melanistic Salvator? Ja. Yeah. Yeah. Also beides Bindenwarane. Ein hübscher Panoptes. Müsste das sein, ne? Panoptes. Schwarze oder fast schwarze Form vom Rakudactylus. Janus. Und ihr seht, die Litschi ist auch hier schwer begehrt. Preislich auch extreme Unterschiede. Wird wie bei uns sein, je nach Verbreitungsgebiet.
Die Badergaben fehlen natürlich auch in Japan nicht. Ja, noch ein kleiner Trick zu den Preisen. Wenn ihr hier die Preise seht, ich gehe immer hin und decke 2 Nullen ab. Dann bleibt jetzt hier 2,60. Und dann muss man nochmal 20-30% abrechnen, aber dann hat man ungefähr also 260, das also 26.000, ne, 2 Nullen wegdecken. Dann sind wir bei 2,60 und dann noch so gute 20% weg, also sind wir bei knappe 200 Euro. Die Ball Pythons sind natürlich nach wie vor, haben sie einen großen Stellenwert. Der junge Mann, der schnell die Maske hochmacht und winkt, macht er nur, er freut sich gefilmt zu werden. Alles nur Bescheidenheit. Er züchtet die ganzen hier. Und bei uns auch die Blue Eye Lucys. Immer beliebt. Ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit durch die Gänge. Also einfach auch gleich wegen einen allgemeinen Eindruck kriegt. Irgendein Amphib, irgendeine Molchart. Das kostet immerhin auch 200 Euro. Gibt bestimmt der ein oder andere von euch, der weiß, was es ist. Darf er gern unten im Text sein Wissen kundtun. Dazwischen hat es mal wieder Säugetiere. Okay, da ist gerade Fütterungszeit. Die Säuger, da machen wir eine extra Folge drüber. Der bleibt schön drin sogar. Nee, nicht schlecht. Wie heißen sie? Opossum. Viel Warane sieht man. Sind in Asien zum einen beliebt. Die asiatischen Warane, also asiatisch im Sinne von nicht australisch. Die sieht man relativ viel. Werden wohl nach wie vor noch importiert zum Teil. Das Merchandising oder das Drumherum kommt hier auch nie zu kurz. Finde ich sogar zum Teil relativ interessant. Bin jetzt zwar keiner, der sich da irgend so fancy Sachen kauft, aber ich finde es ganz witzig zum Anschauen. Als ich schon mal meine Stofftier ganz zulegen wollte, muss schon nach Japan gehen. Gibt's alles hier. Ich nehme euch jetzt wieder mit an der Kamera. Besser wie wenn ich sie ausmache und irgendwo hinlaufe. Könnt ihr mit dabei sein. Ich zeige euch so wegen meine Favorites. Muss ich euch natürlich auch noch zeigen. London Gecko. Das ist der Aaron und seine Frau Keiku. Wirklich richtig schöne Leopardgeckos hat. Guckt euch die Farben an, das ist so. Ah. Which one was the fire line you said? The new. What was the name? Fire? Something with fire? No, Tangerine Tremper, but the line name is Sunspot. Sunspot. Sunspots. And which one are the ones with the green? Also, er hat probiert, die grüne Farbe reinzukriegen. Und tatsächlich, ne? Also das ist mal definitiv. Ich hoffe, dass mein Weißabgleich bei der Kamera funktioniert. And we got, this is another original line. We call this one the Cherry Bomb. Cherry Bomb. And they keep the bands as an adult as well. They don't disappear. Okay. So they hold. Can you open the lid of course of I can. One? You say the name is Cherry Bomb. Cherry Bomb. And the origin, the genetics are a mandarin and a tangerine tornado, line bred for about 5-6 years now. Okay. Another one. The best examples are quite red. These guys are medium quality. Medium quality. So you sell only the medium quality here? No, I don't. No. The best one's already been sold. Okay. Er sagt, die besten wurden verkauft. Ja, er hat wirklich gut verkauft, er steht neben uns. Ah, he's filming me again.
Thank you, Aaron. You're welcome. Number one Japanese gecko breeder. How do you say you're welcome in German? Gern geschehen. Gern geschehen. My friend. My friends. Yes. I don't speak it too well. Sozusagen mein Gastgeber, Genki Tropical Jam. Genki kommt ja aus Okinawa, Sapporo. Das ist mal, ich glaube, ungefähr 2000 Kilometer von hier weg, ungefähr, ganz im Norden von Japan. Das heißt, er muss alles per Luftfracht hier runterschicken und natürlich entsprechend auch wieder heimschicken. Die meisten kommen ja hier mit dem Auto her und können natürlich ganz anders auffahren hier, ne, und größere Stände machen, wie wenn man, wie gesagt, wie wenn man alles per Luftfracht herschicken muss, macht es dann nicht ganz so einfach. Diese Tannzapfenechsen wollte ich euch zeigen. Größe nach Urteilen könnte es Captive Born in Japan sein, wobei man ehrlichkeitshalber sagen muss, Japan hat so wegen die höchste Tannenzapfenechsendichte der ganzen Welt. Ich glaube, bald so viel wie in Australien. Und ich befürchte, dass da die letzten Jahre nicht jedes Tier, das in Japan war, auch in Japan auf die Welt kam. Also hier haben wir Tiligua nigrolutea. Also ich weiß nicht, wer von euch das schon mal kannte oder schon mal ein Original gesehen hat. Ich noch nie. Nigrolutea. Ist ja gerade Albino nebendran. Ein bisschen mit die Highlight-Tiere für mich. Jetzt hier Mittagszeit auf der Japan Reptile Show. Es wird regelmäßig gegessen. Morgens, mittags, abends. Der Genki hat schön eingekauft. Er als Arbeitgeber. Er muss gucken, dass die Mitarbeiter, dass jeder was Gescheites kriegt. Ein Europäer macht mit Sushi immer eine Freude. Mir hat er so eine schöne Sushi-Platte mitgebracht. Sieht nicht schlecht aus hier. Das ist jetzt mein Mittagessen. Deswegen guten Appetit. Also, wo ich jetzt schon mal hier war, waren noch einige Caninus da. Die hat er wohl verkauft. Hier Liasis albertisi, Weißlippenpython. Schade, dass er seinen Kopf nicht rumdreht. Saurier habe ich ja seit Jahrzehnten, seit ich nach Japan komme, gibt es die Firma. Ja, guck mal hier, ein hübscher Paradox. Paradox Regius. Albino Kiu haben wir hier, ne? Auch geliebt, begehrt. Afrikanische Varanus exanthematicus. Farbvarianten würde ich als Ghost oder Hypo bezeichnen. Noch ein bisschen was für die Schildkrötenliebhaber unter uns. Hübsche, wirklich sehr hübsche Radiatas. Hier kommen auch die Europäer. Ich bin gestern schon ein paar Mal so auf die Schnelle vorbeigelaufen, oder bin ich auf die Schnelle vorbeigelaufen. Vor allem hier oben die Egernia angeschaut. Egernia depressa. Egernia epsilosus. Hier Xenagama, Romastix Tomasi. Das Tolle hier ist, wenn man sich hier mal ein wenig Zeit nimmt, der hat wirklich ein paar Raritäten, also Arten, wo ich eigentlich so fast noch gar nie gesehen habe. Eurydactylodes agricolae. Eurydactylodes occidentalis. Da haben wir F2 Nachzucht, Weibchen 2021.
Eben der Pomilio ist auch echt ein, also schon ewig im Business. Ich kenne den, glaube seit ich das erste Mal hier in Japan war. Wirklich so ein alteingefleischter Terrarianer. Prophurus williamsi. Prophurus ciliaris. Eudactylus symmetricus. Prophurus tenicauda. Also ganz hübsch. Hier haben wir Lophosaurus spinipes und Lophosaurus boyodi. Das sind, ich würde denken, sind Agamen, australische Agamen. Kosten auch ein paar tausend Euro, sieht man auch nicht alle Tage. Achso, hier, den hier wollte ich euch auch noch zeigen, genau. Diploglossus lesonae. Erlaubt mir mal, das hier anzufassen. Jetzt, zumindest jetzt sind wir bei den Skinken. Toplocercus spinosus. Ui, sieht mir auch. Ist Australian? German. Ja? Ich hab den Buddy. Okay, sogar deutsche Nachzuchten hier, sagt er. Also ein paar Sachen, die man wirklich schon fast nie sieht. Tenopus carpi. Tenopus carpi. Oedura castelnaui. Ganz hübscher australischer Gecko. Zum Abschluss hier noch ein paar super schöne Rhagodactylus, tolle, schöne Farbe. Blick auf den stolzen Besitzer. Thank you, very nice. Nochmal etwas den Blick von oben zum Schluss. Das war die Japan Reptile Show oder Summer Show 2022. Interessante Einblicke, denke ich, in die japanische Terraristik, Szene, Kultur. Wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen hoch bitte da lassen, Kanal abonnieren, mache ich gern für euch, freue mich, wenn gleich ein bisschen Feedback kommt. Ansonsten bleibt mir treu und checkt die japanischen Messen, wenn ihr die Möglichkeiten habt oder die Möglichkeit habt, kommt mal vorbei, müsst ihr euch anschauen. Nicht nur das Essen, auch die Tiere, die Leute, ist es bestimmt alles wert. Macht Spaß hier. Manche Dinge sind gleich anders wie bei uns. Manche vielleicht etwas lockerer, wo der ein oder andere sagt, um Gottes Willen, wie kann man nur. Jeder macht sich sein eigenes Bild. Jeder darf kritisieren. Bitte sachlich kritisieren. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mit euch.